Wir befinden uns im Baumhaus und haben Folgendes bisher festgestellt. Und zwar können wir jeden Tag irgendeinen Baum abernten, je nachdem wie viel wir halt besitzen. Und die Früchte, die können wir dann benutzen, um Läden weiter aufzumotzen, dass die Lädenbesitzerin die Sachen verkaufen können, damit unsere Oase eben weiter wächst und gedeiht. Ja, mehr ist gar nicht passiert. Und ich bin gespannt, ob wir heute vielleicht doch endlich mal in ein Dungeon können. Ich bin so dermaßen gespannt. Also raus in die gute Wüste. Oder in die Oase, die in der Wüste sich halt nur befindet. Und wir müssen Esna helfen, ihren Wunsch umzusetzen, ihren Lebenswunsch. Sie möchte nämlich Herrscherin der Welt werden. Sie möchte, dass die ganze Welt so erstrahlt wie das kleine Fleckchen Erde hier inmitten einer schier unendlich großen Wüste. Ob wir ihr diesen Wunsch erfüllen können, wage ich zu bezweifeln. Aber mal gucken. Oh, eine Cutscene. Wer kommt? Es ist Parmi. Parmesan mit 3 Punkten. Ich weiß nicht, wohin die Pimpel sind. Ich habe 3 Punkte. Komm, helf mir. Fass meinen Arm an. Esna. Oh, da muss ich gleich schmunzeln. Weil im letzten Kommentar hieß ja, es ist ja die Dame, die uns ja auf Schritt und Tritt verfolgt in ihrer komischen Wasserblase, ja. Wir können ja nichts machen, um mal irgendwie alleine mit uns zurechtzukommen. Und es hieß, Esna, da ist der Begriff NSA drin, also NS, versteht ihr, und dann A, da musste ich kurz schmunzeln. Ja, ein kleiner, solider Gag am Rande und das passt so schön. Ob der Name tatsächlich bewusst so getroffen wurde, das wäre ja irgendwie witzig. So, Pami, hast du irgendwas zu erzählen? Hallo, wie geht's dir? Bitte nicht ansprechen, ich bin schüchtern. Ja, steht auch. Pami, Level 2, äußerst schüchtern, bemüht sich aber, stets optimistisch zu bleiben. Genau da steht auch immer in meinem Lebenslauf. Er war stets bemüht. Wünsche Obst, Talente, Kullerperlen Plus. Ich habe keine Ahnung, was Kullerperlen sind und vor allem, was heißt Kullerperlen Plus? Also wahrscheinlich erhöhte Dropchance? Ausbeute? Keine Ahnung. Und was die Windräder bedeuten, habe ich auch keine Ahnung. Also, Pami, wie geht's, wie steht's, was hast du? Naja, da fällt mir ein, dass das neulich ein Gerücht gehört habe. Ja, wirklich. In der Doppelhornhöhle soll es eine Frau geben, die Tag ein, Tag aus Erz abbaut. Oh, eine Frau. Eine erzabbauende Frau. Die muss ja stark sein. Das muss richtig anstrengend sein, oder? Für mich ist es schon fast zu viel, auch nur durch die Wüste zu wandern. Ja, zu viel Sand, zu viel Hitze. Einfach auch zu viel Monster, zu viel Chaos. Eine Frau soll in der Doppelhöhle ganz allein Erz schürfen, ja. Dir ist das Gerücht von der Erzigerin zu Ohren gekommen. Unter den Leuten in der Oase kursieren oft Gerüchte über Reisende, die in der Wüste unterwegs sind. Es lohnt sich also ab und zu mit den Leuten auf der Straße oder in den Knospenlehnen zu sprechen. Also das, was wir in jedem ganz normalen Rollenspiel machen. Einfach Leute anquatschen, bis wir sie 2- und 3-mal, ja, so lange belabert haben, bis die irgendein Geheimnis lüften. Seid ihr eigentlich auch so? Ich meine, wer hier auf meinem Kanal dazugestoßen ist, der ist ja wahrscheinlich auch irgendwo ein Rollenspielfreund. Und bei Rollenspielen ist es irgendwo immer irrwitzig, dass man die NPCs wirklich so lange versucht anzuquatschen, bis die irgendwann vielleicht wirklich mal was Interessantes sagen. Ja, früher war es ja so, da bist du hingegangen, hast einen angesprochen und der hat seinen Standardtext zurückgesagt. Heute ist es ja so, dass ein NPC verschiedene Texte drauf hat. Also quatschst du die immer wieder an, so 3, 4, 50 Mal, bis du irgendwann denkst, okay, jetzt habe ich alles von dem gelesen. Es könnte ja die wichtige Botschaft drin sein, um vielleicht irgendein Secret im Spiel noch zu lüften. Boah. Also deswegen, ja, schöner Tipp von dem Spiel, aber ein eingefleischter Rollenspieler wird ja sowieso jeden anquatschen und zwar doppelt und dreifach. So, NSA, was sagst du? Naja, außerhalb der Oase gibt es sicher Reisende, die sich gar nicht hier niederlassen würden, aber dazu müssen sie erstmal die Oase finden. Die sollen kein Erz abbauen. Du musst sie holen, du musst sie versklaven. Sollen wir uns mal nach draußen in die Wüste wagen, TC? Das wird ein Abenteuer. Wenn du der großen Straße folgst, kommst du zum Eingang der Oase. Ich bin schon so neugierig. Na klar, gehen wir hin. Und wisst ihr, was das heißt? Dungeon-Erkundung! Juhu! Wir können dann noch... Halt. Bevor ich es vergesse. Wenn wir schon einmal am Tag die Chance haben, irgendwas Cooles abzubauen. Also abzuernten. Wir wundern diesen Baum da nicht ab. Oh, nur 2 Früchte. Ist das dann vom Zufall abhängig oder muss der jetzt noch ein bisschen wachsen? Dass der vielleicht, keine Ahnung, rechts oben ist eine Uhr, wir haben es 13.10 Uhr in-game. Dass der vielleicht um 15, 16, 17 Uhr noch die 3. Frucht hier hat oder ist das wirklich purer Zufall?
dass dann irgendwann so Mitternacht oder welcher Zeitpunkt auch immer, da nochmal die Früchte neu generiert werden. Na egal, damit haben wir schon mal 2 Rosbeeren bekommen. Was würden wir uns ärgern, wenn wir jetzt rausgehen ins Dungeon, wir kommen zurück. Ein weiterer Reisender, ein Sprössling, braucht wieder ein paar Rosbeeren und wir haben keine. Ich meine, gut, wir hätten sie später immer noch abbauen können. Aber was ist, wenn dieser Sprössling 5 oder 6 Rosbeeren haben möchte? Da hätten wir jetzt die Möglichkeit, zumindest 2-mal abzubauen, weil wir bestimmt so lange unterwegs sind. Oh, was denn hier? Was ist das? Ein Portal. Direkt zu Portal Knights. Speicherpunkte. Ja, an Speicherpunkten kann man speichern. Wer hätte es gedacht? Man kann an Speicherpunkten tatsächlich speichern. Ist ja der Hammer. Was haben wir hier? Oh, wir haben einen Ausblick auf unsere... Ich wollte fast sagen Oase, aber wir sind ja immer noch in der Oase. Auf unsere Hauptbasis. Sind wir echt einmal im Halbkreis gelaufen? Also irgendwie... sah der Weg aber anders aus. Oder ist das eine andere Oase? Vielleicht haben wir eine Nachbaroase. Naja, egal. Oh, ich habe Wasser. Wir haben sogar eine Wasserquelle. Na siehst du, da kann doch Esna hier auch mal zu uns kommen. Ist da bestimmt alles miteinander verbunden. Was ist das hier? Heute zu Gast im Gästehaus der Oase. Das ist ein Gästehaus. 0 Reisende und 3 Pinguhus. Und wo sind die Pinguhus? Hier ist einer. Oh, die sind so dick und knuffig. Mach's doch mal für mich. Ich will's noch mal sehen. Nochmal. Nochmal. Ach, schön, schön, schön. Okay. Und dann auf ins Abenteuer. Oh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das Kampfsystem sich hier gestalten wird. Und wir haben das erste Dungeon. Wir haben das erste Dungeon. Ach ja, noch was. Ich habe ja gestern die erste Folge hochgeladen. Und... das ist ja cool. Das heißt, um in einen Dungeon zu kommen, müssen wir auch erst eine gewisse Oberweltkarte überstehen. Nice. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir können uns jetzt irgendwo anklicken, in welchen Ort wir gehen wollen. Außerhalb der Oase will mit S4 Chaosmonstern. Die sind gefährlich. Da musst du also aufpassen. Wenn eine Situation brenzlig wird, solltest du besser weglaufen, ja? Ich will nicht, dass dir etwas zustößt, denn dann ist meine Oase einfach ruiniert. So, dann wollen wir mal Ausschau nach der Reisenden halten. Wo kann sie sein? So wird gekämpft. A, schwacher Angriff. X, starker Angriff. Unter Ziele findest du eine Karte für dein derzeitiges Gerücht. Die blaue Markierung ist dein Zielort. Ja, wo waren das nochmal? Irgendwo konnten wir tatsächlich ein Gerücht... Im Menüpunkt Gefolge findest du allerlei Infos dazu, wer gerade deine Oase besucht, wer bereits in der Oase lebt und wer draußen in der Wüste herumirrt und eventuell deine Hilfe brauchen könnte, aber nur eventuell. Risha und Pami, ja, das ist Pami. Hier, die Erzigerin. Ja, stimmt, ich glaube... ich hätte das vorher nochmal auswählen müssen, diese Quest, kann das sein? Das haben wir ja in der ersten Folge auch gelernt, dass man immer nur eine Nebenquest anwählen kann und dann wird da immer so ein blauer Hilfepunkt angezeigt auf der Karte. Ich gehe mal hier auf Ziele, so hier, die Erzigerin oder auf der Suche. Folge den Hinweisen aus den Gerüchten um Reisende, alles klar. Doppelhornhöhle. Na, und kann ich das nicht irgendwie hier anwählen? Oder ist das noch zur Hauptmission gehörig, dass ich da gar nichts großartig klicken kann? Naja, wir merken uns mal, da ist ein blauer Pfeil. Vielleicht war dieser blaue Pfeil auch schon vorher da. Mal gucken auf der Karte. Nee, der ist nicht da. Aber haben wir nicht im ersten Part so eine Nebenmission? Also das sieht zumindest so aus wie eine Nebenmission. Kann ich rennen? Nee, kann ich nicht. So. Oh, 3 Schaden. War das gut? War das wenig? Ein Chaosmonster, Hilfe! Achte gut auf seine Bewegung, um zu erkennen, wann du angreifen musst. Alles klar, mache ich. Mit L kannst du einen Gegner anvisieren. Wirst du angegriffen, nutze B, um auszuweichen. Greife an, indem du A und X beliebig kombinierst. Beim Anvisieren werden Gegner in deiner direkten Umgebung anvisiert. Durch mehrmaliges Drücken von L wechselst du zwischen den Zielen.
Schon mal gut, dass sie wechseln kann. Wenn du versuchst, vor deinem Gegner zu fliehen, solltest du deine Waffe durch Drücken von Y wegstecken. Dadurch kannst du schneller laufen. Oh, sehr interessant. Das kann ich hier auch mir im Kampf zunutze machen. Okay, also der hatte jetzt nicht zu viel. Och, und es ist sofort in den Normalzustand gemorpht. Gut gemacht, Yixi. Dem Chaosmonster hast du es aber gezeigt. Hast du dir auch nicht wehgetan? Vergiss nicht, du hast Medizinteile bei dir und du bist Kämpfen nicht gewöhnt. Ja, es kann sein, dass du jetzt Blasen an den Fingern hast. Ja, alles klar, Marie. Pass auf. Oder was nun? Besiegte Gegner hinterlassen ab und zu Beute, die du nach dem Kampf automatisch einsammelst. Jeder Gegner hinterlässt andere Beute. Oftmals findet sich hier Material für Lieferungen. Oh, das heißt, ich sollte mir einprägen, welcher Gegner was fallen lässt. Oder haben wir irgendwo eine Liste? So eine Chronik, wo wir jederzeit nachgucken können, welche Gegner wir schon besiegt hatten und welche Gegner was fallen lassen. Das wäre sehr hilfreich. Wenn du im Kampf verletzt wurdest, kannst du über das Symbol oben rechts auf dem Touchscreen deine Arzneikiste öffnen. Hier kannst du dich heilen, wenn deine Kraftpunkte KP niedrig sind. Wo kam der denn jetzt her? Oh, geflüchtet. Direkt mal geflüchtet. Aber egal, wir stecken die Waffe weg, weil wir wollen ja rennen. Ja, und die Ausweichrolle ist auch ziemlich witzig. Haben wir nachts andere Gegner? Oh, da hinten, schaut mal. Der Turm von Babylon. Da müssen wir auch hin. Kann ich die Kamera hier irgendwie drehen? Nee, das kann ich nicht. Sieht irgendwie aus wie ein Shiny. Wieso ist denn die Sandratte so verdammt stark? Ich meine, sie macht überschaubare Angriffe und... Oh, was? Instant tot oder was? Habe ich nur 6 Kraftpunkte? Tixi, hast du dir was getan? Übernimm dich nicht, wenn es brenzlig wird, sondern lauf lieber weg. Lauf! Lauf! Ist dein Gegner zu stark, solltest du fliehen. Steckst du dabei die Waffe mit Y weg, kannst du... Ja, das haben wir doch schon mal. Gehört die Info. Na, ich lasse es natürlich drauf ankommen. Ich meine, der macht doch nicht so eine fetten Angriffe. Wenn wir jetzt den permanent einmal nur attackieren, oder zweimal, dafür reicht die Kombi, denke ich, aus. Okay, ich sollte mehr in die Tasten hauen. Ich möchte eigentlich zweimal angreifen als einmal. Hat er wieder nicht gemacht. War irgendwie ein bisschen knapp. So, jetzt nur nicht übermütig werden. Nur nicht übermütig werden. Ich frage mich auch, was passiert, wenn wir tatsächlich jetzt hier down sind. Heilfrucht. 20 KP. Oh, wir haben ja gerade mal nur 9 Stück. Aber ich glaube, es hat sich nicht gelohnt. Haben wir jetzt von dieser Sandratte irgendwas bekommen? Level 2. Oh, die hält ja genauso viel aus. Wieso sind die so stark? Weil es Nacht ist? Liegt es daran, weil es ja wirklich gerade Nacht ist und die Monster dadurch automatisch ein bisschen stärker werden? Das ist ja wie bei vielen Spielen. Jetzt sag mal, war nicht hier irgendwo? Sollte hier nicht die Frau sein? Irgendein Tempel? Der blaue Punkt hat euch hingezeigt, Mist! Boah, ich muss hier zurück. Ich muss irgendwie abhauen. Ach, da ist die Höhle. Okay, habe ich einfach die Höhle übersehen. Für mich sah das Dunkle so aus wie Gemäuer. Doppelhornhöhle. Aber wenn das draußen schon so hart gewesen ist, ich meine, wie oft muss ich denn bitte einen Gegner attackieren, dass der auch weg ist? Ach, siehst du, ich hätte ja auch mit dem Windwirbel versuchen können, den Gegner vielleicht irgendwie zu stunnen. Durchaus möglich, oder?
Ach cool, stabile Ranke. Die haben wir jetzt nur bekommen, weil wir hier einen Skill, eine Fähigkeit ausnutzen mussten. Ja, es hat ein bisschen was von Zelda, dass wir hier irgendwelche coolen Sachen haben. Oh, hier, schaut mal. Sogar der Sand gibt einiges her. Ja, Treibsand. In tiefem Treibsand kommst du nur langsam voran. Drücke wiederholt B, um zumindest etwas schneller zu laufen. Wiederholt drücken, alles klar. Hilfe, so hilf mir doch jemand. Haben wir etwa schon die Erzabbauerin gefunden? Ist sie oder er es? Ja, eine sie, es war eine sie. Oh nein, schnell, Tizi, du musst was tun. Na klar, hier. Windattacke. Und damit haben wir sie gleich mit weggewirbelt und zwar direkt hier an diese... Das sind Erzkakteen. Oh, ich kann es aber nicht abschlagen. Echt schade. Aber wie geil ist denn das, dass das Erz hier einfach aus dem Boden wächst? Man muss gar nicht danach graben. So, bist du die Erzabbauerin? Wer bist du? Sag schon, komm schon. Ah, endlich bin ich wieder frei. Ich war so in Schürfen vertieft, dass ich nicht bemerkt hatte, dass ich so viel Sand von der Decke löst. Der Sand war so schwer, dass ich mich nicht bewegen konnte. Ich dachte schon, ich ende als Sprösslingsfossil. Doch dann kamst du und hast mir geholfen. Dabei kennen wir uns nicht einmal. Du bist ja ein Schatz. Dann kann ich mich da wieder ans Werk machen. Dankeschön und tschüss. Naja, sag mal, wenn du schon hier bist, dann kannst du mir gleich beim Schürfen helfen, oder? Na, wie wär's? Also wir sagen auch zu jedem Jahr und Abend, kann das sein? Also entweder sind wir sehr, sehr hilfsbereit oder wir sind ein bisschen, naja, ich will nicht sagen dumm. Aber wir vertrauen blindlings irgendwelchen Leuten, wir helfen jedem. Wir sind da voll leicht ausnehmbar, wir sind wie ein Kind, wir glauben alles, wir sind gutgläubig. In die Gruppe aufnehmen? Na, Logo. Ach, wie schön, dann lass uns loslegen. Ach, wo sind denn meine Manieren? Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Seeschart. Seeschart ist deiner Gruppe beigetreten. Mit Steuerkreuz oben unten kannst du zwischen spielbaren Charakteren wechseln. Geil. Okay, das klingt dann doch nach einer Frau. Sode, was heißt das? Sode. Ich brauche Soße. Gib mir Soße. Bitte, lieber Besama, gib mir Soße. Okay, ich wechsle erstmal zurück und dann müssen wir austesten. Oh, was nun? Eine weitere Cutscene? Naja, siehst du dieses glitzernde Felsen? Das sind Erzadern. Aus denen kann man jede Menge Materialien gewinnen, wenn man ein Händchen für Schürfen hat. Ja, jetzt wo ich weiß, dass es eine Dame ist, kriegst du natürlich eine andere Stimme. Ist ja ganz klar, ne? Ist ja logo. An Erzadern können wertvolle Materialien abgebaut werden. Wechsle mit, ja, Steuerkreuz oben unten, zu einem Gefährten, der talentiert im Schürfen ist. Und lasse ihn mit A Mineralien für dich abbauen. Mach ich auch sofort, hier. Ich muss warten, bis da Talent steht. Und dann kann ich einfach nur A drücken und dann... Kullerperle. Das war also eine sogenannte Kullerperle. Das ist ein Erz gewesen. Und mit Parmi habe ich erhöhte Chance, auf Kullerperlen zu stoßen oder die Ausbeute zu erhöhen? Sollten wir im Hinterkopf behalten. Puh, das sollte reichen. Ach ja, was ich dich vorhin schon fragen wollte, was machst du denn eigentlich hier? Ach naja, ich bin nur der Sprössling des großen Baumes und habe eine Oase. Die einzige coole Oase, die es noch gibt. Aber sonst nichts Wichtiges. Ach so, du bist der Häuptling einer Oase. Na sowas. Dann ist in dieser Wüste ja eine neue Oase entstanden. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Schön. Weißt du, gerade hatte ich noch gedacht, wie schön es wäre, sich niederzulassen und einen Knospenladen zu eröffnen. Also, wie die auch alle Bock haben, irgendeinen Laden zu machen. Oder eröffnen zu wollen. Das ist meine Chance. Wo gekommen? Juhu. Ich werde in deiner Oase vorbeischauen, sobald ich hier fertig bin. Wir sehen uns später. Wie hauscht ab? Nein, ich hab Horn. Was? Seeschart hat die Gruppe verlassen. Warum denn? Ich wollte doch noch das Dungeon erkunden. Sie hat Talent Schürfen. Nach ihrer Rettung in der Doppelhornhöhle hat sie vor, die Oase zu besuchen. Hallo.
Hallo Dizzy, Sie kannst du auch so, als bekommt unsere Oase bald neuen Besuch. Hihi. Ja, im Sichert. Na, was ist nun hier mit dir? Also entweder gehst du oder du bleibst noch und kämpfst mit uns. Wie sieht's aus? Sobald ich meine Arbeit hier beendet habe, besuche ich deine Oase. Wir sehen uns später, Herzchen. Na, was ist denn hier deine Arbeit? Du hast doch schon hier Erz abgebaut. Und wie komme ich da rein? Ich brauche eine Zelda-Bombe. Hinlegen, wegsprengen und gut ist. Na, das war ein sehr kurzer Ausflug ins erste Dungeon. Aber ihr seht, es wird darauf hinauslaufen, dass man mit bestimmten Fähigkeiten oder Skills hier zurück muss. Um immer wieder weiter voranzuschreiten. Oh, was ist das? Hier oben links auf der Karte, da ist irgendein Vieh, ein Skarabäus, ein Esna-Zeichen. Durch Berühren des Touchscreens kannst du den Bildausschnitt auf der Karte verschieben. Berührst du das Eingangssymbol auf der Karte, werden dir die Ortsnamen angezeigt. Hm. Oase, Doppelhornhöhle. Okay, ich kann zwar verschieben, aber ich komme noch gar nicht irgendwo anders hin. Also es ist ein Teilausschnitt und ich möchte auch mal wissen... Ach du Scheiße, das ist die ganze Karte? Boah, krass. Und wir sind gerade mal hier im ganz kleinen Gebiet. Und wieso ist hier so ein Tierkopf? Was heißt das? Ein Sprössling? Ein Chaosmonster, was noch nicht vom Chaos befallen ist? Na, wobei, wenn ich es genau betrachte, so groß sieht es gar nicht aus. Wir haben ja eine Felsengegend, eine Feuergegend. Hier unten ist noch irgend so ein Krug, wo Sand rauskommt. Hier eine abgeschottete Insel. Hier ein riesengroßes Wüstengebiet. Ich glaube, da sind wir. Nee, sind wir nicht. Wir sind ja hier. Dann haben wir ein Schneebiom. Und dann... Oh. Alles klar und tschüss. Alter, der hat uns tot gemacht. Der hat uns tot gemacht und direkt mal in die... Nee, hat er nicht. Haben wir nicht. Wir haben noch 9 Schadenspunkte bekommen. Wir haben noch 9 Schadenspunkte bekommen. Wir waren noch tot. Oh mein Gott, wir sind unsterblich. Wir sind ein Gott. Ein Göttersprössling. Ich meine, wir haben doch nur 9 KP-Punkte. Okay, ich werde mal bei dem versuchen, mit einem harten Angriff anzugreifen. Ja, hat er super was gebracht. 3. Oh, ich dachte, der hat nochmal neues Leben bekommen. Kobrahaut 2. Na egal, wir gehen auf jeden Fall zurück. Haben wir irgendeine Portierungsmöglichkeit? Eine Teleportierungsmöglichkeit, meine ich? Oh! Es ist doch wieder Tag geworden. Na, nehmen wir die hier noch mit? Oh, es war ein Quid. Also das sind mir die liebsten Gegner. 2 Schläge und down, am besten noch ein Item hinterlassen. So kommen wir doch miteinander aus. Meine lieben Chaos-Freunde, Bewohner der Wüste. Oh, und die Musik. Sehr bedrohlich. Es ist echt schade, dass ich die Kamera hier nicht drehen kann. Wenn ich zwar auf den L-Button drücke, also der Knopf, wo wir die ganzen Sachen, die Gegner anvisieren können, dann springt die Kamera zumindest immer noch hinter uns. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich bisher herausgefunden habe, die Kamera zu drehen. Ich weiß nicht, ich spiele ja auf dem normalen Nintendo 3DS. Ich habe keine Ahnung, ob der New 3DS XL, den ich ja auch habe, oben mit seinem Steuerpanel die Kamera drehen kann. Müsste ich mal austesten. Wer ist das? Das ist aber nicht Seeschat. Evia. Neu. Ha, zum Glück ist hier eine Oase. Ich war ganz nervös, so lange durch die Rüste. Die Rüste? Zu weisen. Durch die Rüste zu weisen. Ja, das ist ja wie RTL Samstag macht. Kentucky schreit ficken. Ey, Wüste zu reisen, meine ich. Plant Besuch. Und Evia ist zu Besuch. Dieses Sprössling-Mädchen ist stets aufgeregt. Getränke sind ihre Spezialität. Okay, wir haben Windräder, Parmi, Getränke, Rosbeeren, Risha und Seeschat Mineralabbauer. Ach, wenn ich zurückkomme, da kriege ich Erfahrungspunkte. Und hört mal bitte auf diese Hintergrundmusik.
Das hört sich ja voll nach Zelda an. Kann das sein? Irgendwie erinnert mich das gerade ein bisschen an Zelda. Genau wie die Herzchen. Levelaufstieg. Kehrst du zur Oase zurück, werden entsprechend der Gegner, die du unterwegs besiegt hast, Erfahrungspunkte verteilt. Erhält ein Charakter genug Punkte, steigt sein Level. Level 2 Kap. Oh, wir haben satten 1 KP dazu gewonnen. Das muss gefeiert werden. Und Glück. Wieso ein Glück? Ich brauche kein Glück. Ich will mich bei in Spielen nicht auf mein Glück verlassen sollen. Ich will Kraft haben oder Ausdauer oder Magie, irgendwie sowas. Oh, Kombo. Wir haben durch den Levelaufstieg eine Kombo erlernt. So, mal gucken, haben wir noch irgendwas anderes? Ein Reisender, ein Pinguhu. So, Evia, sag mal an. Ja, hallo, mein Name ist Evia, ich meine Devia, ich meine die Arme, nein, Devia ist mein Name, Arme, nein, Evia ist mein Name, Mensch, mein Gott, ich bin ganz aufgeregt. Ich muss echt daran arbeiten, nicht immer gleich nervös zu werden, wie ich auch sei. Nach dieser beschwerlichen Reise wäre ein schönes, kühles Getränk genau das Richtige. Sonst dreh durch, bitte, ich brauch was zu saufen, sonst kipp ich um. Zu schade, dass ich kein Fruchtfleisch von draußen mitgenommen habe. Daraus könnte ich ein leckeres Getränk machen. Fruchtfleisch sagt, direkt mal einen Haken hinter dran. Oh, wir haben genau 3 Stück. Na, das ist doch ein Zufall. Nehmen wir auf jeden Fall an. Ah, und da ist dann auch schon das blaue Symbol. Du hast die Bitte von Evia aktiviert. Und direkt mal überreichen. Na klar, hier Puppe, kannst dir was Schönes zu trinken machen. Muss nur versprechen, hier in der Oase zu bleiben und zu verweilen und auf das zu hören, was ich dir sage. Naja, das ist doch Fruchtfleisch. Hast du das extra für mich gesammelt? Du bist ja ein Lieber. Vielen Dank, ich freue mich so. Hier, möchtest du dafür diesen Zierpflanzensetzling haben? Ja, wir kriegen eine neue Pflanze. Cool. Vielleicht findest du ja ein Plätzchen dafür. Herr damit, los, komm. Ich will nicht gierig erscheinen, aber Herr damit. Ein Imbissamen. Ein Imbissamen. Ist das wirklich eine Pflanze oder ist das eher eine Hütte? Hihihi, du bist echt ein netter Häuptling, dass du dir extra so viel Mühe für mich machst. Ja, ich würde gerne mit den Herzen noch was anfangen. Also, so wie bei Zelda, sollte meine Lebenspunkte-Energieanzeige einfach dadurch steigen, dass ich Herzen von den Sprösslingen bekomme. Dutisi, ich möchte auch in dieser Oase leben. Ja, das kommt jetzt überraschend, was? Damit hättest du nicht gerechnet. Und ich gebe mir auch ganz, ganz, ganz viel Mühe. Also, du bist dann von nun an mein Häuptling, wa? Uff, wenigstens bin ich diesmal nicht in Panik geraten. Ja, Gefolge gewachsen. Es wäre schön, wenn mein Gefolge tatsächlich mal wachsen würde. Also wenn wir tatsächlich in körperlicher Statur wachsen würden. Denn wenn wir größer sind, würden wir es auch einfacher haben, gegen das Chaos zu überstehen. Aber so kleine winzlinge Sprösslinge, naja, die haben es halt ein bisschen schwerer im Leben. Evia von den Sprösslingen hat sich in der Oase niedergelassen. Du kannst jetzt einen Knospenladen für Getränke bauen. Oasenlevel bleibt weiter 2. Schade. Zierpflanzen. Zierpflanzen haben einen tollen Effekt. Wenn du sie direkt neben einem Knospenladen pflanzt, steigern sie dessen Umsatz. Du kannst Zierpflanzen im Modus Bauen platzieren. Naja, was bringt denn jetzt am meisten ein? Weißt du, was wir machen? Wir haben generell noch gar nicht so viel gebaut. Hätten wir vielleicht schon vor dem Dungeon-Besuch machen sollen. Hier. Obst ist schon wieder alle. Ach, uns fehlen ja diese Tautropfen. Boah, einmalig 120, einmalig 150. Aber wo kriege ich denn das her? Material für Kakteenwasser. ein Krug von Ilma. Ach du Scheiße, das ist ja da oben erst. Material für Holzwindrad. Aber die viel spannende Frage ist doch, wo kriege ich denn diese ollen Tautropfen her? Gab's da schon mal irgendwie eine Einführung? Imbissranke. Die kann ich sofort pflanzen. Naja, dann holen wir erstmal das raus, was rauszuholen geht. Weil andere Läden kann ich eben noch nicht erbauen.
dann wäre es vielleicht doch besser gewesen, hätte ich diesen Obstladen hier in die Mitte gebaut. Weil wenn ich jetzt noch eine Imbissranke bekomme, dann ärgere ich mich ja, dass ich die nicht hier direkt daneben packen kann. Weil das zählt doch bestimmt nicht als neben dem Laden, oder? Obwohl es neben dem Laden ist. Na, keine Ahnung. Sich darüber jetzt den Kopf zu zerbrechen, bringt ja auch keine Punkte. Okay, ich gehe hier erstmal wieder raus aus dem Menü. Und mal gucken, was denn unsere Wassermai zu sagen hat. Die musst du uns doch irgendwie einen Tipp geben, wie wir an Tautropfen kommen können. Hallo, Häuptling. Ja, Risha, die Rosbeeren-Ladenbesitzerin. Ja, während du unterwegs warst, war ich auch fleißig und habe jede Menge Obst verkauft. Ach, na endlich. Endlich gibt sie uns die ersten Taujuwelen. Die Taujuwelen, die ich dabei verdient habe, würde ich gerne mit dir teilen. Ja, ich würde sagen 90% für mich und 10% für dich. Boah, ein Nein will ich gar nicht erst hören. Haben wir echt Nein gesagt? Boah, wir sind echt dämlich. Kann das sein? Also wir sind ja ein sehr hilfsbereiter Häuptling, aber wir sind dermaßen saudämlich. Warum sollten wir auch sagen, nein, wollen wir nicht? Ohne Tautropfen können wir die Oase nicht erweitern, du Blödmann. Wir brauchen die. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Ohne die ganzen Zutaten, die du mir vorbeigebracht hättest, hätte ich ja nichts zu verkaufen gehabt. Also ist ja nur gerecht. Wenn ein Knospenladen Waren verkauft hat, erscheint über seinem Dach ein Taujuwelensymbol. Lenke deine Windmagie auf dieses Taujuwelensymbol und deinen Anteil an Taujuwelen einzusammeln. Machen wir. Außer wie das Märchen mit dem Wolf und den drei Schweinen. Ich puste und puste, bis euch das Haus wegfliegt. Tatsächlich. Muss man sich mal vorstellen, ja. Wir können mit Windmagie ja Wurzeln auswurzeln. Und jetzt wenden wir diese Windmagie tatsächlich gegen ein Gebäude an, was aus Holz und Geäst entstanden ist. Nur um an Juwelen zu kommen. Kann bitte mal jeder selbst für sich nachdenken. Ach, ist das nicht toll, Tizi? Jetzt können wir einen neuen Knospenladen bauen. Das ist so schön, ich freue mich so riesig. 300, das ist fett. Na, pass mal auf. Ja, erstmal gebe ich ihr natürlich wieder was zum Verkaufen. Das ist ja ganz klar. Ja, denn ich brauche Einnahmen. Ich brauche Einnahmen und die Imbissranke verstärkt diese Einnahmen. Das finde ich sehr, sehr gut. Dann können wir ja endlich mal auf Bauen drücken und tatsächlich was Neues bauen. Wähle einen Knospenladen und drücke A, um ihn neu zu platzieren. Oder X, um ihn ganz zu entfernen. Der Wiederaufbau eines entfernten Knospenladens kostet dich nichts. Das ist gut. Das heißt, ich kann hier, falls ich einen Fehler gemacht habe mit diesem Laden, den nochmal ändern, ohne dass es mich was kostet. Nice. Dann werde ich dann doch mal... Oder hätte ich eigentlich diese Imbissranke auch hier hinsetzen können? Nee. Da steht ja, in zwei Felder muss es lang sein. Hätte ich hier nicht hingepasst. Also wäre es echt besser, den Obstladen hier in die Mitte zu platzieren. Naja, ich lasse es trotzdem erstmal so. Was ist jetzt besser? Windräder oder Getränke? Getränke ist doch bestimmt besser, oder? Ich meine, weil Getränke kann ich ja jetzt schon herstellen. Ich komme ja jederzeit an diese Kakteen draußen dran. Wenn ich aber Windräder herstelle, ihr habt ja vorhin gesehen auf der Karte, wir müssen erst zu irgendeinem Gebiet, um da Materialien einzusammeln, dass wir hier was damit auch anfangen können. Ja, ich denke, oder? Oder sollten wir tatsächlich von der Spielelogik einfach ausgehen und das zuerst aufbauen, was wir zuerst bekommen haben? Ist ja auch völlig wurscht. Ich meine, wir haben 300 Punkte, wir können beides errichten, also was soll's. Los, Pami, mach es, tu es, setz dein Herz in die Wüste, dass hier Leben entsteht. Oh, sieht aber irgendwie süß aus, wenn die gerade so gemeinsam versuchen, einen Laden zu eröffnen, wie wir den Tau nach oben schmeißen, das Herz raussprießt. Ja, hier ist die Welt noch in Ordnung. Knospenladen eröffnet in Regenbogenschrift. Ha, ich weiß ja nicht, ob sich meine Windräder so gut verkaufen werden, aber den Versuch ist es wohl wert. Tja, aber wozu brauchen wir Windräder? Ich meine, brauchen wir Energie?
Brauchen wir Windradenergie? Wenn ja, für was? Und Getränke direkt daneben. Und Herz in den Boden. Erscheine mir, Geist. Zeig, wie du heißt. Little Britain. Ja, und direkt mal den nächsten Laden. Oder hätte es jetzt schon Sinn gemacht, den alten Laden abzureißen, also den Rosbeerenladen? Weil wir haben ja, wie gesagt, einmal so eine Zierpflanze, die den Profit erhöht. Wäre es nicht dann cleverer, diese Zierpflanze neben dem Gebäude zu errichten, was den meisten Profit abwirft? Und hundertprozentig ist doch bestimmt dieser Kakteenladen ein Laden, der mehr Gewinn abwirft. Oder? Naja, müssen wir mal gucken. Also beim Rosbeerenladen, da stand der vorhin eine 10, wenn ich mich nicht verguckt habe. Also für einen verkauften Gegenstand gab es da 10 Taujuwelen. Mal gucken, wie es hier ist. Also mit Boost. Ich gehe davon aus, dass das auch schon mit Bonus eingerechnet gewesen ist. Hier steht Kakteenwasser 6. 8. 10. Ja, aber weil die Zierpflanze hier dran steht. Vielleicht wäre es sonst eine 5. 15, 6. Holzwindrad. Ja, ich glaube, Kakteenwasser ist besser. Also mein Gefühl sagt mir, dass dieser Laden 5 Taujuwelen abwirft und mit dieser Zierpflanze das Ganze einfach verdoppelt wird. Nee, erhöht geringfügig den Umsatz. Ich muss es mal offscreen einfach testen. Ich lasse es erstmal so, wie es ist. So, und nu? So, die Dame will mit uns quatschen. Na, willkommen, willkommen. Wie wäre es mit einem kühlen Getränk hier? Bitte, geht aufs Haus. Da fällt mir ein, auf dem Weg hierher habe ich eine recht stille Reisende gesehen. Vielleicht war das ja die Erzschufferin. Sie sammelt anscheinend Bälle und Schals. Auch eine interessante Kombination. Naja, also da fällt mir ein, wenn ich einen Schal hätte und einen Ball, da würde ich daraus eine riesenfette Schleuder bauen. Und zack, würde ich hier alles zerstören. Haben wir Läden, die diese Sachen verkaufen? Dann kämen wir sie bestimmt mal hier vorbei. Ein Schal? Warum zum Teufel sollte man in der Wüste, in einer beschissenen heißen Wüste, einen Schal brauchen? Warum? Vor allem, sie trägt ja auch einen Schal. Das ist völlig ungesund. Also ich habe mal gelernt, dass am Hals sitzen Wärmerezeptoren. Er hat uns mal unser Professor erklärt. Ob das stimmt, keine Ahnung, aber ich glaube ihm das einfach mal. Und er hat dann auch weiter ausgeführt, es ist also unvorteilhaft, wenn man jetzt einen Schal nur deshalb nimmt, um sich rein stilistisch gesehen zu verschönern. Weil damit suggeriert man den Hals, hey, es ist ja total heiß draußen, also fahre ich mit meiner Körpertemperatur nach unten. Demzufolge wird einem schneller kalt. Ist das nicht faszinierend? Also eigentlich suggeriert man dem Körper mit einem Schal, hey, es ist gerade sehr, sehr warm draußen und dabei ist es gar nicht warm draußen. Deswegen sollte man bei, auch wenn es kalt ist, gar keinen Schal tragen. Es ist zu empfehlen, einen Schal nur dann zu tragen, wenn du wirklich in so einem Windkanal bist, ja, dass du dir eben nichts durch einen Zug wegholst. Wenn es so richtig durchpfeift, dann ist das wieder was anderes. Aber ansonsten ist es eher kontraproduktiv, einen Schal, wenn es kalt draußen ist, umzuziehen, weil es einem dadurch halt trotzdem noch kälter wird. Weil der Körper runterfährt. Na, muss man wissen. Muss man wissen. Also haben wir heute ein bisschen was gelernt in der Folge. Am Hals befinden sich Wärmerezeptoren, also schön keinen Schal tragen. Es sei denn, es pfeift euch ja durch die Wirbel nach oben direkt zum Hals über den Kopf, dann ist das was anderes. Okay, wir drücken mal weiter. Eine stille Reisende. Oh, da oben ist noch ein Fragezeichen, was wir übersehen haben. Oder haben wir es denn übersehen? Keine Ahnung. Dir ist das Gerücht von der stillen Reisenden zu Ohren gekommen. Die stille Reisende am stillen Örtchen. Ich habe keine Ahnung, warum ist sie still, aber stille Leute sind mir die Liebsten. Ich werde ganz viele leckere Getränke mischen und alle werden sich freuen. Ja, bis sie dann deine Preise sehen, dann werden sie sich nicht mehr freuen. Dann werden sie sich verfluchen und den Laden abreißen.
So, können wir jetzt hier neue Sachen nochmal abgrasen? Ist schon wieder ein Tag vergangen? Ich glaube ja, wir waren ja über Nacht weg. Ah, und ich sehe drei Bären. Seht ihr? Und hätte ich jetzt vorhin das nicht abgegrast, dann wäre ich jetzt hier das erste Mal drin und hätte tatsächlich auf zwei Rosbären verzichtet. Also die zwei, die wir ja vorhin mitgenommen haben. Die hätte ich jetzt nicht, wäre ein Nachteil gewesen, weil wir nämlich so weniger verkaufen könnten. Ja, ich gebe die mal hier ganz schnell ab. Vorrat 10, Preis 10. Wie viel haben wir überhaupt da gelassen? Ähm, 20 ist der Vorrat. Okay, alles klar. Ja, hat sich auch nicht geändert. Und wir haben auch bald den ersten Levelaufstieg. Ist mir auch gar nicht aufgefallen. Hier, schaut mal auf Wachstum. Ich denke, wenn wir das jetzt dreimal noch machen. Wie viel haben wir jetzt gegeben? Also es waren heute 5. In der letzten Folge waren es auch 3, also 8. Sieht fast aus wie ein Drittel. Naja, sagen wir 2 noch drauf, dann haben wir 10. Ich denke, bei 30 Bären, wenn wir die bestücken, also den Laden mit 30 Bären, dann wird sie irgendwann auch den Laden im Levelaufstieg haben. Okay, interessant. Dann, na, wo sind jetzt hier die stille Reisende? Nehmen wir die noch mit? Was sagt denn die Uhrzeit? Ah, keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall nochmal hier zurück. Boah, was ist denn hier? Hat sich Sand gebildet. Da hat sich hier einfach Sand gebildet und wir kriegen ein Zweigfossil. Naja, egal was wir tun, speichern können wir auf alle Fälle. Und ich habe überlegt, tja, wie kann ich es machen? Normalerweise bin ich ja auch ein Freund davon, dass eine Folge nicht länger als eine halbe Stunde dauert. Auf der anderen Seite habe ich gestern nochmal überlegt, hey, ich habe eine Stunde hochgeladen und von dieser einen Stunde ist das jetzt ein Nachteil. Man will das ja immer den Zuschauern nicht zumuten, aber man zwingt ja auch keinen, sich das anzugucken. Also man kann ja jederzeit vor- und zurückspulen und für mich als normalo arbeitenden Menschen ist es ja auch eine Erleichterung. Wenn ich also eine Folge habe, die vielleicht immer eine Stunde geht, nimmt mir das ja dann auch Arbeit ab. Deswegen die Überlegung, ob ich dieses Let's Play so gestalte, dass wir dann prinzipiell dann doch eher so Stundenfolgen haben. Wäre das eine Idee oder ist das keine gute Idee? Das möchte ich gerne mal wissen. Aber ich weiß nicht, ich meine, ich gucke ja auch Let's Plays. Mich würde das nicht stören, im Gegenteil. Wenn ich so ein Let's Play laufen lasse, bin ich ja auch froh, wenn da keine Unterbrechungen sind. Gerade in der Playlist. Ich glaube, das dürfte einem Normalo-Zuschauer wirklich völlig mumpig sein, ob die Folge 10, 20 oder eine, also Minuten oder eine Stunde geht. Oder? Täuscht das? Na egal, ich werde es auf jeden Fall mal so umsetzen. Also die heutige Folge wird dann auch so knapp eine Stunde gehen, hoffe ich, wenn nicht auch nicht schlimm. Aber ich werde mich da nicht mehr dran aufhalten und sagen, hey, es muss unbedingt eine halbe Stunde sein. Das erstmal so nebenbei, weil dann hat es ja auch für mich den Vorteil. Also erstens nimmt es mir, wie gesagt, Arbeit ab und zweitens komme ich auch zu viel mehr. Also im Spiel selber, das heißt, ich kann selber viel mehr spielen, dass ich auch viel schneller dann Erfolgserlebnisse verbuchen kann. Ich finde es immer blöd, wenn ich das Spiel so spiele und dann muss ich es wegpacken, weil ich schneiden muss und dann habe ich halt da so eine kleine Pause. Und als jemand, der auch sehr gerne stundenlang durchzocken kann, ist das immer ein bisschen schade. Man abbrechen muss. Ich meine, gut, man muss nicht. Ich kann ja auch nonstop aufnehmen, aber ja, kein Aber. Wieso mag ich es eigentlich nicht? Weil es anstrengend ist, es ist verdammt heiß draußen. Apropos Wetter, habt ihr bei euch auch so riesen Unwetter draußen? Die letzten Tage hat es ja so dermaßen gestürmt, das war sogar so stürmisch, da hat es ja direkt die Balkontür fast zerfetzt. Das war schon sehr krass. Also nicht übertrieben, kein Witz. Ich habe gedacht, draußen geht die Welt unter. Ja, es sind die Äste von den Bäumen gefallen. Und ich habe schon nach draußen geguckt, hier draußen auf dem Parkplatz. Da ging es ordentlich zu. Die Feuerwehr, nur Notarzt und du hast auch nichts mehr vor Augen gesehen. Es ist wie so ein, ja, wie so ein Sandsturm gewesen. Ja? Wenn der in der Wüste auf einen zukommt, dann siehst du auch nichts mehr. Dann bist du einfach hilflos verloren. Und so sah es gestern aus, nur dass es eben statt Sand Regen gewesen ist. Und man sieht sich mal vorstellen, so viel Regen, dass man einfach nichts mehr sieht. Selbst die Laterne im Hintergrund, irgendwo die 50 Meter weiter wegstehen, hast du nicht mehr gesehen. Krank. Was ist denn mit der Natur los? Das sind jetzt die Auswirkungen des Treibhauseffekts. Ja, ich sag's euch. So, aber wo sind jetzt die stille Reisende? Warte mal. Ich gehe mal auf Ziele. Wir haben noch hier, da.
Eine Reisende wünscht sich einen Ball und einen Schal, wie man hört. Mhm. Ja, nu? Den Schal kann sie knicken. Den Ball, den kann sie auch haben. Hä? Ich bin doch jetzt nur vor und zurückgelaufen. Sicher, das da. Die Erzschifferin. Das muss ja die Oase sein. Dann wollen wir mal sehen, ob ich Tiersi hier finde. Ja, keine Angst. Also unsere Oase ist jetzt nicht so groß, dass du uns nicht finden wirst. Sicherheit, bist du's? Du bist so dick geworden. Was ist los mit dir? Ja, gehen wir auch direkt mal zurück. Wir begrüßen sie selbstverständlich und 100 Pro will sie sich uns auch anschließen. Und dann muss ich die jetzt suchen. Ne, hier. Sichert neu. Nach ihrer Rettung in der Doppelhornhöhle hat sie vor, die Oase zu besuchen. Ja, sie ist hier. Da bist du ja, Tiersi. Erinnerst du dich an mich? Nein, ich hab dich vergessen. Wir haben uns ja gestern erst gesehen. Natürlich habe ich dich nicht vergessen. Ich bin Sesha, die Schurferin aus der Grotte, die unter dem Sandberg begraben war. Ich wollte mich nochmal bei dir für deine Hilfe bedanken. Ohne dich hätte ich mich wohl nie befreien können. Oh, und ein neues Herz. Aber genug davon. Ich habe ein viel interessanteres Thema mit dir zu besprechen, denn ich möchte gerne Schals und Bälle verkaufen. Ich gedenke, mich hier in deiner Oase niederzulassen. Ja, denn Schals und Bälle, das macht so eine Erzschifferin. Ja, das ist... Ist ja klar. Wer Erz abbaut, der muss Schals und Bälle verkaufen. Ganz klar. So wie du dich um völlig Fremde kümmerst, muss es deinem Gefolge ja prächtig gehen. Ja, das ist richtig. Also wir lassen ja jeden rein. Egal, ob der böseste Schilde führt, wir lassen ja alles und jeden rein. Jeder ist ja gern willkommen. Also sofern du nichts dagegen hast, bleibe ich von nun an hier. Ach, boah. Pff. Was sollten wir denn bitte dagegen haben? Wir leben in einer Welt, die ist nun mal sehr nett. Es gibt keinen Grund, auch nur an irgendjemand zu zweifeln. Nur weil Chaos draußen die Welt regiert? Pah. Nicht hier in der Oase. Sechert von den Sprösslingen hat sich in der Oase niedergelassen. Du kannst jetzt einen Knospenladen für Webdecken bauen. Oder Webdecken. Ja, sie macht ein Online-Portal. Ihre eigenen Webseiten. Na, ist das super. Da haben wir schon mal ein paar Schals. Tatsächlich. Sie ist echt eine Erzschürferin und macht Webdecken. Wie passt denn das zusammen? Sechert, kannst du mir das mal erklären? Warum hast du Erz abgebaut? Wofür? Wozu brauchst du Erz? Also, den Schal, den du machst, den möchte ich aber nicht anprobieren. Dann gehen wir mal aufs Baumenü. Wie viel kostet denn der Spaß? Denn ich muss jetzt bestimmt draußen ein bisschen Monsterplätten, kann das sein? Da, Webdecken. 110 brauche ich. Naja, dann ist doch eigentlich klar, was wir machen müssen. Wir gehen raus, weil wir können ja hier nichts mehr machen. Wir haben keine Bäume mehr. Was? Die Oase kann weiterentwickelt werden? Geh zu Esna. Okay. Und so werden die eigenen Pläne auch direkt mal über Bord geworfen. Ich wollte jetzt rausgehen, ein paar Monster besiegen, um an Zutaten zu kommen. Dann ein paar Kakteen abholzen. Um für Nachschub zu sorgen. Aber anscheinend hat Esna was Wichtigeres vor mit uns. Liebe Esna, wie geht's, wie steht's? Was hast du für uns? Ah, hier tatsächlich, die Oase glitzert und ihr wisst, was das bedeutet. Wenn die Oase glitzert, hat entweder jemand reingepinkelt oder wir können die Oase erweitern. Hi, guten Tag, Tiersi. Hi, ja, dein Gefolge wird ja größer und größer. Deine Sache als Häuptling machst du wirklich toll, Tiersi. Geradezu ausgezeichnet. Es strömt wieder diese Kraft durch die Oase. Ich glaube, es ist wieder soweit. Sie ist wieder bereit zu wachsen, ja. Level 3. Fass meine Hände an. Steige mit mir nach oben. Oh, die Windsfüße. Das sieht so putzig aus, wie die Füße so nach oben gehen, nach vorne. Überspringen? Nein, wir gucken uns alles genauestens an. So, mal sehen, ob wir diesmal ein Wachstum im Regenbogenfarbenbereich sehen. Nee. Aber Oasenlevel ist auf 3.
Was ist denn das höchste Level? Also da könnte eine 99 draus entstehen irgendwann. Für 100, also für die Zahl 100 reicht der Platz gar nicht, oder? Und vor allem, wie viel Gefolgsleute können wir haben? Das erinnert mich unten im unteren Screen an Pokémon, wo wir unsere Pokémon ja nicht züchten konnten, aber mit diesen Bonbons halt ein bisschen füttern durften. Und da waren die auch immer so abgebildet aus einem kleinen Quetschbereich, wo die Köpfe mal zu sehen waren. Hat was Putziges. Und vor allem, wie viel Gefolgsleute können wir hier haben? Ich meine, wenn ich irgendwann hier 100 Stück habe, sieht das ja sehr, sehr witzig aus, wenn hier 100 Köpfe sind. Na, ich glaube, so viel wird es nicht geben. Segen des Regenbogens erhalten. Du kannst nun einmal wiederbelebt werden. Also außerhalb der Oase, oder wie? Oder das ganze Spiel über. Ich kann das ganze Spiel nur einmal wiederbelebt werden. Ja, was keiner weiß, dieses Spiel ist ein Roguelike-Spiel. Wenn du hier stirbst, ist der ganze Spielstand komplett weg. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir einmal eine Überlebenschance. So, Essa sagt, ist das das Licht des Regenbogens? Es leuchtet so kraftvoll. Je mehr Freunde wir gewinnen, desto stärker wird der Regenbogen. Und desto mehr Kraft schenkt er uns. Ja, das sagen die Leute vom Christopher Street Day auch. Die Macht des Regenbogens. Der stärkt uns. Oh, was war das? Was war denn das gerade für eine Anzeige? Segen des Regenbogens. Der Segen des Regenbogens erhöht deine KP. Nice. Während du in der Wüste unterwegs bist, die Stimmung deines Gefolges beeinflusst, wie stark der Segen des Regenbogens ausfällt. Naja, sind doch bestimmt immer gut gelaunt. Die Stimmung steigt, wenn sich dein Gefolge freut. Zum Beispiel, wenn du in die Wüste gehst. Ist dahingegen jemand traurig, vielleicht weil er keine Waren mehr verkaufen kann, sinkt sie. Oh je, das könnte später zu einem Problem werden. Wenn wirklich die Stimmung davon abhängt, wie viel Waren die verkaufen können. Und ihr wisst ja, die Pinguhus, die kaufen ja alles auf. Ich müsste jetzt also jeden Tag dafür sorgen, dass immer Waren da sind, dass wir auch ja nicht traurig sind. Oh, das könnte eine nervige Fleißarbeit werden. Also je größer die Oase wird, desto nerviger wird es bestimmt, jeden Charakter dazu zu veranlassen, auch immer permanent flüssig mit den Waren zu sein. Im Startmenü kannst du unter Oase überprüfen, wie hoch der KP-Bonus ist, mit dem der Regenbogen dich auf deinen Abenteuern segnet. Startmenü, Oase. Machen wir gleich mal. Außerdem kann der Segen dich wiederbeleben, wenn dir die KP ausgehen. Das zerrt allerdings sehr an ihm. Kehre rechtzeitig in die Oase zurück, um den Segen wieder aufzufrischen. Ach, ist ja auch blöd. Weil stellt euch vor, wir sind mitten in einem Dungeon, denn dann stirbst du, vielleicht bei einem Bosskampf oder kurz davor, und dann musst du aber so schnell wie möglich zur Oase zurück, weil sonst der Regenbogen eine Krise kriegt. Zephyrus? Auch mit einem Monokel? Ist das irgendwie der Bruder von der Erzschifferin? Ich meine, ähnlicher Name, ähnliches Aussehen, ist doch kein Zufall. Puh, was für ein Glück, dass ich diese Oase gefunden habe. Aber was mache ich nun? Na, ich würde sagen, einen Knospenladen errichten, so wie das jeder andere hier auch macht. Oh, wir haben einen neuen Besucher bekommen, lass uns nachsehen, was ist? Nur schnell, ich bin so aufgeregt. Naja, dann gehen wir doch mal nach draußen. Okay, machen wir aber nicht mehr in der heutigen Folge. Naja, es hat doch einiges passiert. Wir haben jetzt ein paar mehr Läden bekommen. Wir haben festgestellt, wie wir an Tau-Juwelen kommen. Wir müssen den ganzen Leuten so unter die Arme greifen, dass sie stets gut gelaunt sind. Und wir wollten noch gucken, wie viel KP-Punkte wir haben. Oh, KP-Erhöhung plus 30. Na, das ist satt. Das ist im Vergleich zu 9 eine extreme Steigerung und die darf auch ruhig mal abgefeiert werden. Okay, damit ist die heutige Folge aber auch beendet und ich teste es einfach mal. Wenn ihr jetzt die Idee der Stundenfolgen nicht so gut findet, schreibt es einfach rein. Aber wie gesagt, es nimmt mir halt sehr viel Arbeit ab. Und vielen Dank auch nochmal an den netten Support. Wenn da Kommentare kommen und auch die Videos geliked werden, finde ich immer gut. Das ist natürlich für mich immer ein schönes Feedback, um nicht aufzuhören. Und leider gab es auch in der ersten Folge schon ein Dislike. Prinzipiell wirklich völlig Wurst. Aber ich glaube, ich habe da so eine Idee, wer das sein könnte. Ich bin der Meinung, dass es nicht ein normaler Zuschauer gewesen ist. Aber dazu vielleicht dann irgendwann später mehr. Denn es gibt da gewisse Indizien. Also es ist jetzt wirklich nicht schlimm. Es ist momentan aber eher so ein Schmunzler, wo ich drüber schmunzeln muss. Weil ich einfach diese Meinung habe, dass es wahrscheinlich irgendein anderer YouTuber ist, der einfach
weiß ich nicht, das bestimmt nicht so mag, dass ein anderer hier das Spiel ausspielt. Also, kann mich da auch täuschen, vielleicht... Ach nee, es gibt einfach zu viele Indizien dafür, dass es eben nicht so ist. Dass es ein normaler Zuschauer wäre. Ja, das aber nur mal so nebenbei. Also da trotzdem vielen Dank an die, die hier unterstützen. Das sehe ich immer wieder gerne. Das macht dann Bock auf viel, viel mehr. Und die nächste Folge, die gibt's dann, ja, wahrscheinlich morgen. Oder heute noch? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich werde ja nochmal weiter spielen. Und ich halte mich ja dann nicht an irgendwelche Zeiten. Ich bin ja nicht so, dass ich da hier eine Liste habe. Hier, du hast eine Woche. Das und das musst du hochladen und das nicht. Ist bei mir nicht. Manchmal eben 2-3 Folgen am Tag, manchmal gar keine, wie ich eben Bock habe. So, okay, genug gelabert. Ich verabschiede mich von diesem Part und wir sehen uns dann in der nächsten Folge frisch und munter wieder. Also reinhauen und tschüss.